Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Und ich muss zugeben, ich habe einen kleinen Fail gemacht. Ihr seht, es ist dunkel geworden plötzlich. Das liegt daran, dass ich da hinten drinne war. Und eigentlich schon eine komplette Folge aufgenommen habe und mein Ton war nicht da. Ist ein bisschen blöd. Naja. Was habt ihr verpasst in den 5 Sekunden, die ich da stand und das Spiel nicht gespeichert hat? Ich habe den Überlebensmodus angemacht. Das heißt, wir müssen jetzt essen, trinken und schlafen, um bei voller Gesundheit zu sein. Und ich bin auch überladen aus dem Grund. Und deswegen wollte ich jetzt mit euch erstmal ein paar Sachen verkaufen, damit wir... Ach du Scheiße, es ist ja Nacht. Damit wir wieder laufen können. Wer bist du eigentlich? Nein, tut mir leid. Nichts. Hat er mir diese Sachen schon gegeben? Uns hat der Kurier eine Menge Zeug gegeben. Briefe ohne Ende. Ich nehme an, das sind die neuen Quests, die wir haben. Huh. Warum? Nein, tut mir leid. Nichts. Ich weiß auch nicht, Leute. Keine Ahnung. Ich kann plötzlich wieder laufen. Es ist ein Wunder. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und ich gehe noch mal kurz in mein... Wo ist meine Traglast hin verschwunden? Hä? Ich hatte über 3 Euro. Ist ja auch egal. Braucht ihr ein Bogenschütze? Oh, da habe ich genau das Richtige. Oh! Aber... Was bist du denn? Oh mein Gott, der verkauft mir eine fette Waffe, okay. Wir müssen etwas testen. Ich hole meinen Bogen raus. Ah, ein Bogenschütze? Oh. Was jagt ihr denn? Egal. Wo ist die Waffe hin? Ach da. Hä, wo hast du das Schild jetzt? Egal. Denken wir nicht drüber nach. Ein Damage. Ach man. Okay, es ist besser als gar nichts. Ich würde das Ding tatsächlich sehr gerne kaufen. Dankeschön. Was hast du noch am Start? Na, Ebenerz-Axt. Macht auch ganz schön viel Schaden, ne? Achso, minus 158. Das ist wirklich sehr viel Schaden. Die Frage aller Fragen ist, muss ich mir jetzt Bolzen kaufen? Höchstwahrscheinlich, ne? Aber ich kann auch keine Bolzen herstellen. In der letzten Folge habe ich mich ja gefragt, wie stellen wir Bolzen her? Ich habe tatsächlich gegoogelt und herausgefunden, dass ich die Blaupause dafür bei der Dämmerwacht bekomme. Allerdings sind wir beim DLC ja den Vampiren beigetreten und nicht der Dämmerwacht. Was bedeutet, wir können keine Bolzen herstellen. Weswegen wir höchstwahrscheinlich alle Bolzen kaufen, die wir finden. Das ist der Plan. Eigentlich war der Plan, dass ich jetzt meinen Bogen wieder verwende. Aber jetzt habe ich natürlich diese Armbrust gefunden. Was bedeutet, wir müssen diese Armbrust auch verwenden. Knochenbolzen. Ach, nehme ich, komm, scheiß drauf. Gib her den Scheiß. Korkwurzelbolzen. Ach, gib sie alle her. Alles meins. Orkischer Crossbow. Ah, okay, brauchen wir eh nicht. Wenn ich jetzt noch eine bessere finde, dann weine ich sowieso. Stahlrim Crossbow. Okay. Ist aber auch nur ein Ticken schlechter als der Crossbow von den Deadrischen, ne? Zwergenpfeil. Ist aber kein Bolzen. Ja, du darfst auch ein bisschen was von mir haben. Jetzt, wo du Kohle hast, möchte ich natürlich ein bisschen was zurückhaben. Und deswegen kriegst du diese Axt. Oh, diese zwei Dolche, wo auch immer die herkommen. Nein, ich habe sie gekauft. Ich kriege mein Geld wieder, Leute, keine Sorge. Ich habe genug dabei. Ach, ist das bitter. Oh, Elfen-Zweihänder kannst du auch haben. Nicht so, schon hat er kein Geld mehr. Also, ging doch flott.
So, aber ein bisschen was möchte ich noch verkaufen. Ja, hier den Stahl durch kannst du haben. Was machst du? Okay. Tief durchatmen. 243 Schaden, stimmt, da war ja was. Ja. Ich muss testen, Leute. Ich muss testen. Moment. Verhält er sich anders? Vorsichtig. Nicht wirklich, ne? Krieg ich meinen Bolzen wieder? Ach ja. Ich kann ja nicht anvisieren. Oh, oh. Rein theoretisch ja. Aber ich werde ihn nie wiederfinden. Auf der Suche nach Jagdzubehör? Wenn ihr etwas kaufen möchtet. Klänge und Schatten. Stille und Tod. Das sind meine Künste. Ich dachte, die können mir was verkaufen, schade. Okay. Wir haben diesen Crossbow umsonst gekauft. Was kann ich. Pfeil und Bogen für den mächtigen. Es ist ein bisschen bitter. Ich muss zugeben, das ist schon sehr bitter. Aber egal. Zumindest haben wir. Ja, komm, was soll's hier? Den Rest schenke ich dir. Zumindest haben wir ein bisschen Platz gespart im Inventar. Folgendes haben wir vor. Ich möchte kurz nach Hause gehen und ein paar Sachen einlagern, damit ich nicht so schwer bin. Ich glaube, ich muss das hier anziehen. Okay, wir ziehen erstmal das Theatrische an. Fahren nach Hause. Ja, wir fahren. Und dann ziehen wir uns die Diebesklamotten an. Ich glaube, das ist die wohl beste Taktik. Und auch wenn diese Zwergenarmbrust nicht die schönste ist von allen, sie ist gut. So, Folgendes müssen wir jetzt beachten. Wir können nicht, ich wiederhole, wir können nicht schnell reisen. Ich kann es euch kurz zeigen und demonstrieren. Wir können nicht schnell reisen. Das heißt, wir müssen uns jetzt auf die Fahrt konzentrieren, dass wir in die Nähe unseres Hauses kommen, wenn wir da nicht sogar hinfahren können. Ich zweifle das aber stark. Und dann muss ich ein paar Sachen ablegen. Aber das Gute ist, Leute, ich kann euch ein bisschen beruhigen. Ich kann alles schneiden, was ich möchte. Ne? Also so wild ist das jetzt nicht. Bevor wir jetzt hier runterspringen, springen wir hier runter. Denn hier war irgendwo dieser Karren, ne? Karren! Enttäusch mich jetzt nicht. Bitte sag mir. Ach, da ist er. Oh, ich dachte schon, die wurde rausgepatcht. Für den Überlebensmodus. Das wäre kritisch gewesen. Okay, wo kannst du mich hinfahren? Soll ich euch mitnehmen? Wohin soll es gehen? Scheiße, ich kann nicht nach Hause fahren. Okay. Gucken wir mal, was da in der Nähe ist. Ich glaube, Falkenring war in der Nähe, ne? Müsste Falkenring gewesen sein. Wo ist mein Zuhause? Jägersruh? Nein. Abflusshöhen. Hier ist Falkenring. Zuflucht der Bruderschaft. Irgendwo hier war doch mit. Ah, hast du mein Zuhause? Haus Seeblick. Habe ich im Haus Seeblick gewohnt? So weit weg ist das ja gar nicht, ne? Ich weiß gar nicht, habe ich im Haus Seeblick gewohnt? Rurikstadt. Ich glaube, ich habe ein Haus. Okay. Ich glaube mir ein Pferd. Scheiß drauf. Oh, muss mir kein Pferd klauen. Nice. So. Und jetzt geht's nach Haus Seeblick. Wir machen da mal so eine Markierung hin. Da möchte ich hin. Und jetzt laufe ich einfach mal hin und wenn was passiert, dann werdet ihr schon sehen. Yay, ich bin zu Hause angekommen. Ich muss sagen, schon so entspannt so ein Ritt. Ich werde zwar von einem Bären verfolgt, der mich töten will, aber an sich ist das recht entspannt. Warum sind eigentlich bei mir zu Hause immer so eine Viecher? Ich habe dem mal gar nichts getan. So. Oh nein. Wie steige ich? Ich will absteigen. Bitte, dankeschön. Warte, ich muss mal ein Stück laufen. Ist da ein Kutscher?
Und der wollte mich nicht hierher fahren? Was für ein Sackgesicht. Ah, ich hab's herausgefunden. So, jetzt lass mal schön mein Pferdchen in Ruhe. Zack. Ich bin überladen. Oh mein Gott, wir haben ein dickes... Ich will dich nochmal hierher lassen. Verzieh dich. Wieso bin ich jetzt überladen? Traglast 219. Warte, trage ich 218 und kann gerade mal 219 tragen? Ist das so? Sag mal, ich dachte, du bist tot. Nein, bitte nicht. Ich hätte auf dem Pferd bleiben sollen. Mortal Rift in Einsamkeit. Nein, das geht nicht, Schweine. Auf ein neues. Weil es so lustig war. Ja, verarsch mich. Hä? Geht doch. Wieso nicht gleich so? Dann auf ein neues. So. Oh nein, ich höre dich. Ach, da ist er. Ah, ich kann doch nicht anvisieren. Ich habe nicht gedrückt. Oh mein Gott. Oh, bitte nicht. Pferdchen. Oh mein Gott, der ist zu stark und ich kann nicht mehr laufen. Pferd. Bitte. Oh nein. Ah, da hat er Hilfe gerufen. Ich dachte, er will mich töten. Ich laufe da gleich zu Fuß hin und töte ich die. Ey, da verzieh dich. Ich will doch nicht... Ich will nur nicht nochmal herreiten. Mehr will ich doch gar nicht. Lass du mich jetzt in Ruhe? Okay, die beiden hocken da unten. Ja, zu blöd, um herzukommen. Oh. Was macht der jetzt? Ja, zumindest der Wolf ist klug genug. Ach. Mann. Ich will doch nur chillen. Ist das aber eine Überraschung? Nein, das ist, nein, lass mich doch in Ruhe. Ich will nach Hause. Habe ich sie jetzt ausgetrickst? Okay. Ich glaube, ich habe sie ausgetrickst. Ach, vergiss es doch. Kann ich mich hier so durchprügeln? Da unten ist ja noch jemand. Sag mal, wo kommen die ganzen Leute her? Okay. Von hier an zu Fuß. Ihr seht mich nicht. Ich schleiche. Lasst mich in Ruhe. Ich will doch nur nach Hause. Ist das zu viel verlangt? Okay. Die haben mich vergessen. Komm ich hier hoch? Ja. Alles wird gut, Leute. Macht euch keine Sorgen. Ich wurde entdeckt. Ist mir egal. Ich weiß nicht von was. Wir schleichen uns einfach hier entlang. Und vielleicht erwischen wir ja einen kleinen Bären zwischendurch. Ich muss daran denken. Oh, ich höre den Sack. Da ist er. Okay. Ach, ich betäube die Leute damit. Oh. Jabu! Oh. Huh? Was war das denn jetzt? Wolltest du jetzt sterben oder leben? Okay. Wir wissen, dass da oben jetzt Banditen auf uns lauern. Ich speichere mal eben, klaue dem Bären sein Fleisch und meine Bolzen. Das ist gar kein Fleisch. Und ich werde etwas essen, Moment. Ich habe kein Essen. Ich hätte vielleicht was klauen sollen. Na gut,
Wir klauen zu Hause was. Mein Haus steht da hinten. Und die Banditen dürften irgendwo hier in der Nähe sein. Ich weiß gar nicht, wie weit ich gelaufen bin. Als ich gerade bei meinem Haus gestorben bin. Auf jeden Fall nicht allzu weit. Wenn ich jetzt noch hier eine halbe Ewigkeit laufen muss, ne? Dann kotze ich aber ab. Oh, guck mal, hier ist ein Weg nach oben. Ist das ein Hase? Wow. Ja, es war ein Hase. Wieso zieht ich denn so kacke? Ah, und hier ist mein Haus gleich um die Ecke. Okay, perfekt. Genau beim Schrein von Talos. Wenn wir rohes Fleisch essen, kann es sein, dass wir eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Das heißt, wir müssen es definitiv kochen. Habt ihr was zu essen dabei? Das Erste, woran ich denke. Ah, die Talmor. Die Talmor waren hier und haben sie umgebracht. Ich verstehe. Ah, das ergibt sogar Sinn. Ihr Mensch. Talmor-Befehle. Agent Sanyon. In Beantwortung eures Berichts vom 22. Morgenstern 401 wird euer Ersuchen um ein Expeditionskorps hiermit abgelehnt. Sanyon, dies ist der 7. Bericht, den ihr diesen Monat eingereicht habt. Und nicht einer eurer Hinweise, nicht einer, hat auch nur den geringsten Nachweis dafür geliefert, dass ein Talos-Schrein in der Gegend des Ilianaltasees existiert. Keine Gefangenen, keine Dokumente, nichts. Unsere Truppen müssen jetzt schon mehr als genug Aufgaben erledigen und ich habe bessere Missionen, bessere Agenten, für die ich sie einsetzen kann. Wenn ihr euch eures Informanten so sicher seid, dann untersucht die Angelegenheit selbst. Kommt mit Beweisen zurück oder gar nicht. Eigenhändig unterschrieben und versiegelt. Ellen Wen. Ja, offensichtlich ist er fündig geworden und dabei verreckt. Oh, ist es Brot? Nice. Ich will nur das Gold, nicht das Schwert. Dankeschön. Du musst eine Spende von 100 Gold hinterlassen, um einen Segen des Schreins zu erhalten. Easy. Ich hab Brot. Okay, ich hoffe, das hilft schon mal ein bisschen. Und jetzt kümmern wir uns um die Banditen. Das war seltsam. So, Banditos, da ist mein Haus. Und ich weiß zufälligerweise, dass da ein bisschen wer rumlungert. Ich könnte natürlich auch von hinten ins Haus reingehen und erstmal ein paar Sachen ablegen. Aber ich möchte Rache. Ich weiß nur nicht, ob das mit der Armbrust und so weiter, ob das jetzt wirklich so mein Ding ist. Ich muss sagen, ich ziele eigentlich ganz gerne. Komm mal, da lungern sie. Ich gehe erstmal ins Haus. Ich muss erstmal ein paar Sachen ablegen, muss meine Diebesklamotten anlegen und dann können sie mich nämlich nicht mehr hören. Und ich mache doppelten Schaden. Das ist der Plan. So, Mama, wo ist... Ihr seid zu Hause. Habt ihr mir etwas mitgebracht? Ja. Oh, danke, Mama. Hier ist ein Dolch. Ah, hier, nimm beide. Danke. Bitteschön. Jetzt bist du eine Assassine, genauso wie ich. Mach sie fertig. Ja, draußen sind Läuse. Leute, mach sie fertig. Läuse. Läuse haben die bestimmt auch. Was haben wir hier überall alles drin eigentlich? Drachenknochenbogen. Wieso macht das so weitaus viel mehr Schaden als die Armbrust, die ich trage? Zwei... Hä? Wieso? Eine Sekunde, warte. Irgendwas stimmt hier nicht. Halt, Moment. Ich habe mich da an was erinnert.
Das war nicht mein Plan. So, wenn wir sie beide gleichzeitig wirken, ist es stärker. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Doch es war heute. Tatsächlich macht der Drachenknochenbogen viel mehr Schaden. Plus 22. Und dieser komische andere Heinz, die da hier? Plus 58. Das ist so verwirrend. 212 Schaden. Aber wenn ich die Armbrust anziehe und dann in die Truhe gucke. Hä? Okay. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Es ist sehr verwirrend. Ich lege erstmal meine Sachen ab. Stimmt, hier waren auch noch Dutzende Sachen drin, ne? So viele Sachen. Aber gut, es wird einen Grund haben, warum ich sie gelagert habe, statt sie zu verwenden. Schwarzer Zwergen. Ach so, hier sind meine Waffen drin. Ach so, habe ich das gemacht. Okay, ich verstehe. Dann habe ich keine bessere Waffe. Na gut. Wisst ihr was? Das mit der Armbrust gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Die Idee war nett, aber ich komme damit einfach nicht klar. Ich habe viel lieber einen Bogen. Scheiß auf die Bolzen. Kann ich nicht ablegen, geil. Ich lege erstmal alles ab, was wir hier haben. Pfeile brauche ich auch gar nicht hier. Ach, guck mal, so viele Bolzen habe ich noch. So. Und dann die deadrischen Rüstungen lege ich auch ab. So, Bekleidung. Das kann weg. Das seltsames Amulett. Questobjekte. Oh, okay. Da haben wir etwas noch nicht erledigt. Worauf wir eigentlich noch achten müssten, ist der Wärmewert. Je wärmer das Ding ist, umso mehr schützt es uns vor Kälte. Aber ich muss nun mal meine Schattensachen anziehen. Geht nicht anders. Was? Doppelter Schaden bei Schleichangriffen mit Einhandwaffen. Okay, ich verstehe. So, zumindest die derartigen Panzerhandschuhe müssen wir anziehen. Allein diese Bögen bewirken mehr Schaden. Ist schon echt geil gemacht. Ja, Essen müssen wir gleich nochmal gucken. Zutaten kann erstmal alles weg. Ich will jetzt auch nicht großartig sortieren, ganz ehrlich. Wieso trage ich immer noch 131? Wo kommt das ganze Gewicht her? Sonstiges? Ja, gut, ich... Aber verdammt... Okay, Drachenknochen. Ebenerzbahn, Eisenbahn. Gold ohne Ende. Goldbahn habe ich noch am Start. Seelensteine, Pelz, Karte des Drachengräbers. Ach Gott. Leute, ich bin hier richtig lost. Wieso habe ich meine ganzen Tiere eingesammelt? Steine von Barrenzia, okay. Oh, 67 Gewicht. Nice, okay. So. Kann ich noch mal kurz was kochen, bevor wir rausgehen? Irgendwas? Kann nichts kochen. Shit. Ich klaue mir mal dieses Stück Kohl hier, ne? Frauchen, du musst auf jeden Fall einkaufen gehen. Wenn ich wiederkomme, will ich einen gedeckten Tisch haben. Lungert hier noch irgendwas zu essen rum? Wieso liegt hier alles so querbeet? Wofür habe ich eigentlich eine Frau zu Hause, die nichts macht? Hallo, Schatz. Ich wette, ihr habt einige Abenteuer. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Kahn. So muss ich das machen, ne? Genau. Dann Schleichmodus. Wir sollten den anderen Weg nehmen. Was benötigt ihr, mein Tane?
So. Dann werden sie sehen, was sie jetzt davon haben. Wieso habe ich mich am Ende der Staffel umgezogen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil ich cool wirken wollte, ne? Huch. Ihr hättet nie herkommen sollen. Wieso hat der so krasse Sachen an? Ja, lenk sie ab, meine Kleine. Lenk sie ab. Ich mach sie so lange kaputt von mir. Wenn ich den treffen würde. Ich habe das Gefühl, dass sie den ganzen Schaden macht. Da, ich habe getroffen. Oh, geh mir aus dem Bild. Vibe. Ich will dich nicht töten. Okay, sehr schön. Gut, jetzt habe ich das natürlich alles mit Hilfe gemacht. Aber WTF? Was hast du denn für Sachen an? Deadrische Plattenrüstung, die richtig cool aussieht. Holy shit. Oh, die würde ich gerne anziehen. Ein Helm, wo ein Zacken abgebrochen ist. Handschuhe, die immer noch aussehen wie immer. Schuhe, die immer noch aussehen wie immer. Und Zwergenschwert des Gefrierens. Aber, ich werde nichts davon mitnehmen. Gold haben wir ohne Ende. Ne? Obwohl die Rüstung echt cool aussieht. Ich möchte sie zu Hause aufbewahren. Oh, es ist eine Frau. Ich habe nichts gesehen. Erschöpft bin ich auch noch. Ich drehe durch. Okay. Wir schlafen erstmal. Wir haben 10 Uhr morgens und wir schlafen ein paar Stunden. Geil. So wünscht man sich das doch. Gerade erst tags, weißt du, und schon gehen wir schlafen. Das ist das Zockerleben, Leute. Das ist das Zockerleben. So. Du erwachst und fühlst die Liebe einer Mutter. Okay. Das werde ich jetzt mal nicht weiter kommentieren. Ich wohne gerne hier. Der See ist so schön. Gibt's hier noch was zu essen? Nee. Okay. Dann essen wir noch mal kurz was. Ein bisschen noch. Ja, der Kohl hat's gar nicht gebracht. Geil. Ja, offensichtlich bringt das nicht viel. Oh, stimmt. Trinken haben wir auch noch Wein. Altowein, so. Trinken wir noch ein bisschen. Okay, Ausdauer wird nicht mehr voll. Was soll's. Okay, gucken wir mal auf die Karte. Oder nee, gucken wir mal in die Objekte. Und zwar geht es jetzt darum, wir nehmen eine Quest an. Wir gehen alles nach und nach durch. Und wenn wir es durch haben, dann legen wir den Brief weg oder werfen ihn weg. Irgendwas eins von beiden. Irgendwas wird uns einfallen. Auf jeden Fall sollte der Brief dann weg sein. Oder ich merke es mir einfach. Oder wir gehen von oben nach unten durch. Herzfeuer, verzieh dich. So. Wer auch immer dieses Schreiben findet, ich bitte um Hilfe. Eine Gruppe Totenbeschwörer experimentiert mit uralten, gefährlichen Magie, um Horden von Zombies auferstehen zu lassen. Ich fürchte ungewollte und unwiderrufliche Konsequenzen. Ich wurde aus ihren Studien ausgeschlossen, als meine Warnungen ob ihrer Dummheit auf Intoleranz stieß. Das Ritual zur Beschwörung dieser grässlichen, nicht kontrollierbaren Kreaturen steht kurz bevor. In der südlichen Ecke Himmelsrand. Sie müssen aufgehalten werden, bevor es zu spät ist. Ich bin im Süden, Leute. Alles gut. Quest. Habe ich noch eine andere Quest aktiviert? Gucken wir mal. Ja, verschiedenes hier, ne? Komm. Okay. Dann würde ich sagen, auf ins Abenteuer. Ich weiß, heute ist nicht allzu viel passiert. Wir haben ein bisschen den Überlebensmodus kennengelernt. Ich bin mal wieder ein bisschen reingekommen. Und ich habe die Rüstung nicht abgelegt. Bullshit. Ich lege sie jetzt einfach mal in dein Inventar. Ich wollte es nicht anziehen. Du sollst es tragen.
Ja, was habe ich falsch gemacht? Langes Leben euch, Tane. Verdammt. Ja, dann lauf so rum, ist mir egal. Hier, ich werf deine Sachen weg. Oh, ich hab sie einfach ins Inventar geschmuggelt, ne? Das macht das Hausbild schöner. Okay. Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's in die Richtung. Wir gucken mal auf die Karte, wie weit weg das ist. Ach, Weltkarte so. Und da werden wir hingehen. Untersuche die Ritualstätte. Ich bin gespannt, was uns diese Quest zeigt. Aha. Und dann sehen wir uns. Haut rein, euer Zero. Tschüss.